Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Sieht jetzt nicht so megamäßig scheiße aus, dass ich sagen würde, nee, das kannst du auf keinen Fall so lassen. Vielleicht seht ihr das auch wieder an, das ist mir egal. Und das Feld dürfte ja auch nicht berührt werden, ne? Also die zwei Felder hier werden ja vom Wasser berührt, aber die äußeren Felder glaube ich nicht. Ja, sag ich doch. Passt also perfekt. Praktisch wie dafür gemacht. Wenigstens einmal in meinem Leben was richtig gemacht. Oder wenigstens einmal für heute was richtig gemacht. Das ist ja auch schon mal was. Das wollte ich nicht, aber ist auch okay. Gut. Es ist schön. Ich kann's nicht fassen. Du blödes Gras. Oh. Gut, neue Konstruktion. Man sieht schon, sieht sehr elegant aus. Im Prinzip könnte man das Ganze optisch natürlich viel schöner gestalten, wenn man. So weit will ich gar nicht. Wenn man denn irgendwie Schleim hätte, den müssen wir uns irgendwann mal jagen. Dann könnte man nämlich jetzt zum Beispiel auf diese Blöcke drauf irgendeinen anderen Block kleben, zum Beispiel so einen Block, und dann würde der hoch und runter geschoben werden. Dann hätte man hier keine Löcher, wo man durchguckt, und das Ganze würde schöner aussehen. Im Moment haben wir aber noch keinen Schleim, also machen wir das auch nicht. Klingt logisch. Für mich. Aber man kann sogar die Redstone-Dinger hier durchsehen. Ist das nicht schön? Ja, genau, es ist nicht schön. So, hier können wir jede Menge Gras anbauen und das müssen wir uns jetzt erst nur noch holen. Also ein bisschen Samen und so. Und du bist immer noch nicht fertig da. Das kann ja wohl nicht sein. Vielleicht funktioniert das andere besser. Andererseits, das steht noch schattiger. Ich wüsste nicht, warum das besser funktionieren sollte. Eher schlechter. Man hat mir übrigens gesagt, vor langer, langer Zeit, schon wieder vor langer, langer Zeit, alles ist vor langer Zeit hier in Minecraft, habe ich den Eindruck, dass ich hiermit mit den Weizenkörnern die Hühner füttern kann. Also so wie man Schafe und Kühe mit, ja, mit eben Weizen füttert, so kann ich mit den Körnern, mit den Weizenkörnern, eben die Hühner füttern und dann würden die sich auch dadurch vermehren. Okay, meinetwegen. Man kann es mal ausprobieren, können wir gleich mal machen. Und wenn das funktioniert, ist es eine schöne Sache, aber an sich relativ egal, weil die, seien wir mal ehrlich, die Hühner legen so viele Eier, die kann man auch so vermehren. Auch wenn angeblich nur in jedem zehnten Ei ein Huhn ist und bei mir normalerweise nicht mal das oder so, ja, kann man sie eben auch so ein bisschen verbreiten, vermehren, was auch immer. So, das ist doch schön. Und das sind jedes Mal, wie viele Felder? 4 mal 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5, ja, 4 mal 5 sind 20. Und das mal 3 sind 60. Also würde ich jedes Mal fast einen 64er Block Zeugs fertig braten. Im Prinzip könnte ich hier vorne die Felder auch noch benutzen, ne? Soll ich das tun? Nö, ne? Nö. Ja, und dann funktioniert das hier. Ist doch okay. Ach, ich habe Fackeln vergessen, genau. Da müssen wir nur ein paar Fackeln nachsetzen. Aber der Hebel ist im Weg. Ich hasse es. Warum, warum, warum? Warum kann hier nicht mal was so klappen wie soll? Ist es egal. Nee, es ist nicht egal. Es sieht scheiße aus. Oh, nichts anderes war sehr intelligent. Ja, ich glaube, spätestens jetzt versteht auch jeder, warum ich gesagt habe, das Wasser hätte ich vielleicht am Schluss reinmachen sollen, aber. Alles schön, alles wunderbar. Ich habe nichts gesagt und nichts gemacht. So. Hier ein Dingsenkirchen, hier ein Dingsenkirchen, hier dicht, da bräuchte ich eine Steinplatte, wenn ich noch welche habe. Jawohl, ja. So, dann hier hoch, da Kraut weg. Oder könnte ich da auch direkt den Hebel dran stellen? Würde das gehen? Würdest du mir den Gefallen tun und einfach funktionieren? Meinetwegen, dann bleibst du dort. Das ist auch okay. Damit kann ich leben. So, jetzt muss ich nur mein ganzes Scheißzeugs hier wieder pflanzen. Das mache ich wirklich nie wieder. Nur weil einer gesagt hat, ihm gefällt mein Scheiß nicht hier mit den oberirdischen Redstone-Leitungen, mache ich mir hier so eine Mühe und werde wahnsinnig dabei. Ich weiß schon nicht mehr, was ich sagen soll. Ich weiß schon die ganze Zeit nicht mehr, was ich sagen soll. Wollte ich nicht irgendwie nochmal über ein anderes Thema reden oder so? Oder habe ich das auch verdrängt? Oder habe ich einfach nur vergessen, darüber zu reden? Ich kann mich gerade nicht so wirklich erinnern. Ich glaube nicht.
Ja, Mensch, das ist auf jeden Fall mal genug Bereich, um ein bisschen was anzubauen. Und jetzt ist, glaube ich, der beste Zeitpunkt, um Feierabend zu machen mit der Aufnahme, weil es wird ja eh nur eine Katastrophe hier. Offensichtlich. Gut, erstmal nochmal aufräumen, ne? So viel Zeit muss sein. Dann gehen wir natürlich noch zu unseren Hühnern, wie immer. Und wir machen noch einen Tagebucheintrag. Ja, der wird heute wahrscheinlich sehr konfus werden. Noch konfuser als sonst vielleicht. Wir müssen auch noch andere Felder anbauen für Kartoffeln und Kürbisse zu pflanzen und weiß der Geier, was man noch so pflanzen kann. Redstone-Dingsenkirchen, du kommst hier rein. Druckplatte, du kommst natürlich auch hier rein. Ach so, dann machen wir das Redstone-Dingsenkirchen mal da oben hin. Leere Eimer, in denen eigentlich Wasser sein sollten, machen wir auch mal hier rein. Das Redstone-Dingsenkirchen, ach weißt du was, alles hierher. Alles, was Redstone-mäßig ist, hierher. Ich weiß, das sind jetzt sehr viele Sachen, ne, aber muss. Gut, Erde kommt da unten hin, das wissen wir noch. Holz und Kohle, Quatsch, Kohle, Eisen. Eisen, Stein, falsche Truhe. Stein, Holz. Eigentlich könnte ich das auch gerade komplett verballern, oder? So, machen wir es da rein. Dann habe ich noch ein bisschen Fertigbretter auf Vorrat. Den Redstone haben wir ja auch wieder vergessen, hier wieder einzusortieren. Ist eine Katastrophe. Wahnsinn, was ich an Redstone hier so hab, ne? So, die Druckplatte sollten wir auch noch wegmachen. Die Hebel sollten wir auch noch wegmachen. Gut. Und den Pfeil können wir auch noch irgendwie hier dabei machen. Warum habe ich hier Pfeile? Ich müsste doch woanders Pfeile haben, oder nicht? Leer? Nee, du bist nicht leer, aber du heißt leer. Hier sind auch keine Pfeile. Hier auch nicht. Habe ich echt nur drei, vier Pfeile? Das kann nicht sein. Die habe ich bestimmt da vorne reingelegt, oder? Jo, natürlich habe ich die hier reingelegt. Okay. Die Hacke können wir auch wegpacken, wenn ich schon gerade dabei bin. Dann haben wir nur noch unser Standard-Zeugs. Gut, dann gehen wir jetzt noch zu den Hühnern. Sagen denen mal Hallo. Wenn wir unterwegs noch ein paar Monster sehen, killen wir die auch noch. Weil es geht. Hier müsste auch mal mehr ausgeleuchtet werden. Ne? Das könnt, ich weiß nicht, ob hier jemand spawnen könnte in dem dunklen Bereich oder nicht. Guckt euch das an, wie die Scheiße hier einfach nicht wachsen will. Gut, dass du bald abgerissen wirst. warum sammeln die sich immer alle da oben? Ich glaube, ich muss von den Hühnern muss ich auch mal ein paar abreißen, oder? Warum kriege ich eigentlich nicht gleich Brathuhn, wenn ich die Feuerverzauberung benutze, um die Hühner zu killen? Das wäre doch jetzt cool, oder? Wenn man die Hühner mit so einer Feuerverzauberung am Schwert killt und dann direkt Brathuhn rauskriegt, statt normalem rohen Huhn. Das wäre spitze. Wäre eine Überlegung. Liebe Minecraft-Entwickler, macht das mal. Ändert das mal. Ja, und dann könnte man vielleicht aus den Zombies auch irgendwie gebratenes Gammelfleisch machen, das dann vielleicht weniger schädlich ist und mehr Effekt hat, mehr positiven Effekt hat. Haha. Haha. Und da ist er gestorben. Der arme Zombie. Okay. Oh Gott, du. Das ist ja eine Krankheit. Ich kann es nicht fassen. Ja, dann haben wir halt jetzt mal gerade irgendwie so 64, 72 Eier eingesammelt. Meinetwegen. Hui, hui, hui. Sterbt ihr Hühner. Ihr Hühnermassaker. Bam, ich erschieße euch alle mit euren Eiern. Nicht, was ihr jetzt denkt. Das würde auch keinen Sinn machen. Das ist zu geil. Ja, also Hühner sind wirklich ein sehr praktisches Zuchtvieh, wenn ich mir das hier so angucke, weil da kann man wirklich unendlich von züchten. Du schaffst es nicht zu mir, hm? Okay. Da kann man wirklich unendlich von züchten innerhalb kürzester Zeit. Und sie vermehren sich zwar nicht automatisch, aber sie hinterlassen immer schön Eier. Und damit kann man ganz schnell wieder neue Hühner nachpflanzen. Nachpflanzen, ja. Hallo Zombie! Boom! Boom! Ah, verdammt. Boom! Boom! Minecraft-Eier-Weitwurf, der neue Ego-Shooter. Guck nicht so blöd, komm her, ich will dich verhauen. Dann komme ich halt zu dir. Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann kommt der Prophet eben zum Berg. Boom! Boom! Komm, verbrenn, verbrenn! Ich hab gesagt, du sollst verbrennen, du Arsch.
Yum, yum, yum. Lecker Gammelhirn. Kann ich jetzt wieder rennen? Ja, ich kann gerade wieder rennen. Okay, gut. Dann kann ich noch den Zombie da hinten schnetzeln und ein bisschen mehr Fressen holen. Das Schloss, da muss unbedingt mal irgendwann weitergebaut werden. Was man nicht alles so machen will. Aber alles gleichzeitig, wie immer. Du Spahinne, komm mal her. Ich hab was für dich. Mäh, ihr Spinnen, mäh. Ich mäh euch nieder. Was bist denn du, eine Kuh? Okay, du bist ein Zombie. Stirb, Zombie! Die Wüste ist verdammt ruhig, oder? Hm. Ich kann nicht rennen. War da unten gerade Kohle oder habe ich mich verguckt? Da ist auf jeden Fall ein Creeper und da ist Kohle. Stirb, Creeper! Verdammt, der ist mir ausgewichen. Mit seinen unglaublichen super Ausweich-Skills. Bleib schön da unten. Ja, im Wasser bist du gut aufgehoben. Haha, komm her, mein Freund. Da war jetzt nicht gerade noch einer hinter mir, oder? Nee. Ja, Mensch, da muss ich irgendwann hinkommen und irgendwann das eine Feld Kohle einsammeln. Vielleicht sind es ja doch noch sogar mehrere. Und dann lohnt sich das und dann habe ich wieder Kohle auf Reserve und dann bin ich glücklich. Oder es lohnt sich nicht und ich habe Pech gehabt. Yeah, warum hast du nicht gebrannt, du Scheißspinne, wegen dem Regen? Ich glaube nicht, dass Minecraft so intelligent ist, um das zu merken. Ich meine, es hat ja auch nicht gemerkt, dass die Lava irgendwie oberirdisch ist und es die ganze Zeit drauf regnet. Also, es hat auch nicht interessiert. Aber das gibt's ja nicht, jetzt brauchst du ja schon 4 Treffer. Die werden stabiler. Oder war das ein super Zombie mit Ultra-Rüstung oder sowas? Die können ja mittlerweile auch Zeugs dabei haben, ne? Also, abgesehen von Kartoffeln, die sie manchmal mit sich rumschleppen, können die bestimmt auch Waffen dabei haben oder was halt sonst so unterwegs sind. Warum sind die Erfahrungspunkte noch da? Warum habe ich die nicht gekriegt? Okay, gehen wir wieder zurück ins Türmchen. Das ist schon Wahnsinn, wie... Ich weiß nicht, wie groß und hell und überhaupt das alles ist. Guck mal, hier liegen auch noch die Erfahrungspunkte. Warum habe ich die nicht gekriegt? Will das Spiel mich bescheißen? Fast schon imposant, aber nur fast. Und jetzt wird wieder Tag. Ist nicht schön? Da hinten haben wir immer noch keinen wirklichen Fortschritt zu begutachten. Das andere Feld läuft wahrscheinlich auch nicht wirklich. Wir fressen mal ein Hirn. Falls geht. Nö, da geht mal wieder gar nichts hier drüben. Klar. Dann sollen wir noch ein bisschen ja, wieder Zeug einsortieren. Klar. Wir haben ein Spinnenauge. Und wir haben mehr Fäden als gut für uns ist. Da sollten wir dann auch mal was draus machen bei denen. Wir haben ja Schleim. Wow. Ist ja interessant. Da müssen wir mal irgendwann was draus machen. So, und die Federn, wo kommen die hin? Ich habe bestimmt eine Truhe, wo die reinkommen. Ja, sieht so aus. Moin, das ist gebraten. Oh mein Gott. Ich bin ja begeistert. Also merke, mit einer Feuerverzauberungswaffe macht man nicht rohes Hühnerfleisch, sondern man macht gleich gebratenes. Das ist ja mal mega geil. Finde ich super. Begeistert. Warum ich die Eier hier drin habe, kann mir wahrscheinlich auch keiner erzählen. Die hole ich dann hier raus. Die haben hier eigentlich gar nichts zu suchen. Machen wir einfach mal die anderen Eier. Wo jetzt eigentlich auch kein Platz mehr ist. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich so viele Eier auf Lager haben muss. Was mache ich mit dem einen Faden? Wegschmeißen oder so. Naja. Gut, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch unser standardmäßiger Tagebucheintrag. Ich will mal versuchen, das mit dem Tagebuch ein bisschen regelmäßiger hinzukriegen. Ihr habt es vielleicht bei den letzten 2 Sitzungen gemerkt, dass ich dann jedes Mal am Ende was geschrieben habe. Aber ja. Mal gucken, wie lange es dauert, bis ich das wieder vergessen habe. Also, was schreiben wir denn heute rein? Okay, Tastatur her, was schreiben wir? Liebes Tagebuch. Heute bin ich sehr konfus. Ich weiß nicht mal, was ich schreiben soll. Genau, das schreibe ich rein, okay. Ich weiß nicht mal, was ich schreiben soll. Punkt. Machen wir mal eine neue Zeile. Den ganzen Tag habe ich im Garten nur... ne, ihr wisst schon, hier... gebaut. Oh, das sieht schön aus, das Wort. Gefällt mir, optisch sehr ansprechend. Also den ganzen Tag habe ich im Garten nur gebaut. Ja.
und eigentlich nix auf die Reihe gekriegt. Punkt. Schätze mal, solche Tage muss es auch geben. Ja, Mensch, genau, das trifft es eigentlich ganz gut, ne? Schätze mal, solche Tage muss es auch geben. Also Leute, das war Minecraft für heute. Ich war euer Nixan und ich sage euch, ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.